Sport bedeutet für mich vor allem Spass mit Freunden. Und ich mache etwas für meine Gesundheit. Ich mag gerne Tischtennis, aber auch Tennis. Dort spiele ich im Club im TC Pizzol. Sport ist für mich ein wichtiger Ausgleich zu meiner täglichen Arbeit, die sehr kopflastig ist. Im Beruf ist die Sicherheit von Kernkraftwerken mein zentrales Thema. Die Sicherheit kann nur hoch bleiben, wenn man sie ständig hinterfragt, immer wieder mit den neuesten Methoden überprüft und entsprechende Massnahmen umsetzt. Eins. Stimmt das? Nein. Mit meinem Team erstelle ich Sicherheitsanalysen. Wir identifizieren Schwachstellen an der Anlage und an Komponenten und schlagen Verbesserungsmöglichkeiten vor. Für die Schweizer Kernkraftwerksleiter führe ich die Arbeitsgruppe für die probabilistische Sicherheitsanalyse PSA. Bei dieser PSA bildet man ein komplettes Kernkraftwerk im Modell ab, berechnet und analysiert alle nur erdenklichen Störfälle. Die Erkenntnisse daraus fließen in die Bewertung des Sicherheitsniveaus ein und daraus werden dann geeignete Verbesserungsmassnahmen abgeleitet. Die Erdbebensicherheit ist eines der zentralsten Themen in meinem Fachgebiet. Dazu gehören auch visuelle Prüfungen an Komponenten wie hier am Notstromdieselgenerator. Alle 10 Jahre findet die periodische Sicherheitsüberprüfung von einem Kraftwerk statt. Eine riesige Arbeit im Umfang von x Bundesordner an Dokumenten, die wir der Aufsichtsbehörde ENSI einreichen. Die Analyse machen wir jeweils nach dem neuesten Stand der Technik und die Sicherheit wird nach der neuesten Erkenntnis der Wissenschaft überprüft. So nahe an der technischen Entwicklung zu arbeiten, das ist toll an meinem Job.